auch einfach mal weiter. Einfach so. Zack, ich mache Aufnahme aus, dann wieder weiter. Ja. Diesmal möchte ich über Mischpulte reden. Mischpult. Nein, kein DJ, Mischpult. Musikinstrumente und DJ-Equipment, okay. Dann suche ich es halt da. Wo ist es? Na, okay, ich mache einfach mal so. Blind drauf hin. Ja, geil. Ja. Ich werde. Oh Gott. Ja. Mischpulte. Welches Mischpult habe ich? Welches Mischpult möchte ich haben? Welches Mischpult ist gut? Ja. Behringer ist die Stelle für Mikrofone. Wenn man ein Mikrofon haben will, geht man zu Behringer. Also es ist jetzt kein Geschäft, sondern es ist halt die Mischpulte richtig gute Mischpulte machen. Und die richtig guten Mischpulte werden von allen verwendet. Von allen. Also wirklich von allen. Ja, also ich habe selber einen Behringer Mischpult. Das Behringer CNX302 USB. Ein USB-Mischpult, nichts Besonderes. Ich brauche halt ein Audio-Interface für mein Mikrofon. Nicht nur eine Phantomstromspeisung, also Phantomstromspeisung brauche ich auch. Aber dazu rede ich, komme ich später. Und ich brauche halt ein richtiges Audio-Interface, damit ich das Mikrofon richtig einstellen kann. Ja, geil. Ja. Warum das dieses Mischpult? Einfach weil das Mischpult klein ist, billig war. Es war billig, ja, es war billig. Es war mal billig, leider. War mal. Und ja, es hat halt diese Soundqualität, aber ich glaube, bei Soundqualität unterscheiden sich die Mikrofone nicht so stark voneinander. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber vielleicht auch nicht. Ist zu weit. Zu viel. Ja. Was kann dieses Mischpult? Was sollte dieses Mischpult auch noch können? Und was kann das Mischpult noch? Also, Mischpult, da stecke ich halt mein Mikrofon XLR-Kabel rein. Ist dann da drinne und ja, dann läuft das Mikrofon halt. XLR-Kabel ist halt Mikrofonübertragung der meisten Mikrofone, also die meisten großen Membranmikrofone. Und das XLR-Kabel ist halt auch so eine Art Stromkabel und Datenübertragungskabel fürs Mikrofon. Soundübertragung. Ist auch ganz gut. Ganz gut, tut, 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 USB-Mikrofon. USB-Mikrofone brauchen halt kein Mischpult. Und da mein Mikrofon braucht auch wie viele andere Großmembranmikrofone. Braucht eine Phantomstromspeisung und das Mischpult oder die Mischpulte haben oft eine 48 Volt Phantomstromspeisung und diese Phantomstromspeisung braucht man halt, damit das läuft. Da wird halt der ganz normale Strom umgewandelt in Phantomstrom. Ja. Was kann ich zu diesem Mikrofon Mischpult sagen? Es ist ein recht einfaches Mischpult für Hobby, Mikrofonverwender, Aufnahme, geilen Leute. Und ja, braucht halt nur einen leistungsstarken PC oder einen externen Rekorder. Einen externen Rekorder braucht man. Oder halt so ein PC, der alles machen kann. Für den PC muss ich eigentlich nichts sagen. Man muss halt richtig alles einstellen können. Man muss sich halt ein Programm ziehen, dass man das auch aufnehmen kann. Ich habe ja Open Broadcaster, um Stimme und Ton aufzunehmen. Um nur Ton aufzunehmen, habe ich
Audacity verwende ich oft, um mein Mikrofon abzuchecken, ob das zu laut, zu leid, zu leise ist. Denn ich verwende die gleichen Einstellungen auch bei Open Broadcaster und ich habe ja auch noch Fraps. Finde ich auch sehr schön. Braucht halt Leistung Fraps, aber bei dem Mischpult braucht man keine externe Stromquelle, also es ist keines dieser riesigen Mischpulte. Hat auch 5 Audioeingänge und sind auch 5, ja, 5 Audioeingänge. Und spielt sich halt richtig. Hat halt richtig viele Funktionen, die ich noch nicht so richtig ganz nutzen konnte. Mehr oder weniger. Aber es braucht halt keine externe Stromspeisung. Da da kein Netzteil verbaut ist und manche brauchen halt ein Netzteil und mein Mischpult nimmt es halt vom PC den Strom. Ist halt über USB verbunden, kann ich aber auch über andere Kabel verbinden mit dem PC. Da habe ich so ein Kabel, das hat einen blauen und einen grünen Anschluss. Dann stecke ich das Mischpult halt über USB an Steckdose. Habe ich halt einen USB-Adapter an die Steckdose. Wird alles bepowert. Dann stecke ich das grüne Ende von dem einen Kabel in das Mischpult und das blaue Ende von dem einen Kabel in meinem PC. Mein PC hat dann auch einen blauen Stecker. Einen blauen Hub, wo das reinpasst. Und ja, da lohnt es sich halt. Aber da muss man das alles an dem Mischpult abmischen, denn das wird halt übertragen, wie es ist. Und es lohnt sich halt mehr, das über USB mit dem PC zu verbinden, als über so, also so wie ich das gerade gesagt habe. Da ist die Mikrofonqualität oft nicht so schön. Habe ich mal ausprobiert. Und es war halt grausam. Ja. Ja, was hat das Mischpult für Anschlüsse? Hat halt nur einen XLR-Anschluss, aber zwei sind, finde ich, jetzt nicht so wichtig. Es sei denn, man hat irgendwie Freund, Freundin, die auch mit aufnehmen möchte oder so. Aber ich habe ja keine Freundin. Hab aber Freunde, aber ich lade selten Freunde ein. Ja. Was hat es noch für Eingänge? Es hat dann noch zwei Cinch-Eingänge, also einen roten und einen weißen Stecker. Cinch nennt man es auch. Habe ich gerade gesagt. Dann sage ich es halt nochmal. Cinch. Was kann ich darüber anschließen? Kann ich zum Beispiel. Ah ne, das mache ich dann später. Dann habe ich noch einen Cinch-Ausgang für einen. Also Cinch-Ausgang für Audio. Also externe Rekorder. Wie zum Beispiel den Zoom H4 oder sowas. Und dann habe ich noch für ein Headset, kann ich da ein Headset anschließen. Und dann kann ich halt vom PC den Sound nehmen. Wird dann auch über das Headset gespielt. Kann ich das dann noch ein bisschen abmischen. Genau abmischen. Kann ich das dann auch. Und dann habe ich da halt auch noch dieses Mikrofon. Das kann da auch verwendet werden. Ich weiß gar nicht, wie die Mikrofonqualität so ist. Aber wird sehr wahrscheinlich recht besser sein als bei meinem Mainboard. Denn mein Mainboard ist ein recht altes Mainboard von recht altes Standard Mainboard. Aber kann man halt verwenden. Brauche ich jetzt nicht. Nicht unbedingt. Was kann ich noch so sagen? Über die Funktionen. Es gibt sehr viele Funktionen, die ich einstellen kann. Also ich kann die Sensitivität von meinem Mikrofon einstellen. Also ab wann das Mikrofon wirklich verstärken soll oder wann das überhaupt funktionieren soll.
Ich habe es eigentlich auf nicht so hohen Einstellungen gemacht, wie das eigentlich sein sollte. Da ich das so besser finde und das Mikrofon, Rauschen auch ein bisschen entfernt wird und nicht durch einfach dieses aktiviert wird und es dann voll laut ist. Also ich kann dann auch noch die Lautstärke einstellen. Ich sollte die Lautstärke auch am Mikrofon einstellen, nicht an meinem PC. Sonst habe ich dieses mega Rauschen. Und ja, wenn ich jetzt das Mischpult als eine Art Sound, externe Soundkarte verwenden möchte, also ich kann das Mischpult auch als eine externe Soundkarte verwenden. Wie das geht, das ist, ich habe hier meine Konsole, ich habe da mein Mischpult. Und das geht dann halt auch zu meinem PC, nimmt den Strom von meinem PC und so weiter und so fort. Was ich da machen kann, ist meine Konsole anschließen, mein Mikrofon anschließen und mein Headset anschließen. Das kann ich alles machen, das kann ich alles machen, ohne Probleme. Und was ich dann noch machen kann, ist das Mikrofon so einstellen, das dann so einstellen, dass alles richtig gut funktioniert. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue, keine Ahnung, zum Beispiel einen Livestream, spiele nebenher an der Konsole und habe mein Headset auch da angeschlossen. Dann kann ich zum Beispiel noch sagen, keine Ahnung, spiele ein Spiel, kommentiert es über mein Headset und so weiter und so fort. Also ich kann damit sehr viel machen. Kann zum Beispiel auch sagen, dass meine Freunde, die meinen Sound hören sollen, also alles das, was ich höre, hören sollen und so weiter und so fort, kann ich alles einstellen. Aber ich mache das dann noch eher am PC. So, nicht das Einstellen, sondern eher das Verwenden der Soundkarte. Also doch lieber das Abmischen. Und ich habe mein Headset momentan am PC angeschlossen, hatte das mal am Mischpult angeschlossen, aber dann fand ich das ein bisschen umständlich. Ist halt ein bisschen umständlich, aber wenn man es machen kann und machen möchte, soll man es halt machen. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute es auf einmal verwenden, aber naja. Man sollte selber herausfinden, was gut für einen ist, was man selber haben möchte. Und ich finde es so ganz gut. Nur der Sound von der Konsole kommt dann halt über meinen Fernseher. Also auf Fernsehlautsprecher. Kann ich aber in mein Mischpult reinspeisen lassen über dieses blau-grüne Kabel. Kann ich das dann auch einfach in meinem PC, in mein Mischpult fließen lassen, dann höre ich das auch. Ja, finde ich recht cool sogar. Weiß nicht. Weiß nicht, warum man es schlecht finden sollte. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit über mein Mischpult geredet. Ich sollte ein Review zu meinem Mischpult machen. Ein Review. Aber ich habe jetzt auch schon 15 Minuten Zeit. Und konnte nicht über andere reden. Nicht so. Ja, Mischpulte sind halt gut groß haben. Können recht viele Anschlüsse haben. Können recht viele Einstellungen haben. Ich habe halt ein recht gutes Standard-Mischpult erwischt. Das lohnt sich voll für jeden eigentlich. Für jeden, dessen Mikrofon eine Phantomstromspeisung braucht, lohnt es sich. Alter. Sollte das hier echt überarbeiten. Willst du mich eigentlich verarschen? Alter. Ich meine, die Monster können keine.
Ich glaube, ich bin noch so ein bisschen bedeppert. Deppert Dave. Ja, fließ halt dahin. Mann. So. Zack und zack. Dann kommen da oben hin die Stone Bricks und die Knöpfe kommen da runter. Alter. Wehe, das funktioniert nicht. Man ist halt ein bisschen langsam. Aber man kann ja jetzt sprinten, also. Ja, nicht so schlimm. So. Dann würde ich auch einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss.